Und ich möchte jetzt noch gar nicht viel Zeit verstreichen lassen, denn das nächste Thema, das wird in unserem neuen Legalisierungs-, in unserem neuen Gesetzesentwurf leider nur am Rande angeschnitten, ist bisher auch noch nicht zur Genüge gelöst, auch wenn es seit 2017 ein Gesetz für medizinisches Cannabis gibt, gibt es immer noch sehr viele Patienten, die kaum oder nur sehr erschwerten Zugang zu sauberen medizinischen Cannabis aus der Apotheke bekommen, geschweige denn eine Kostenübernahme bekommen. Da gibt es noch sehr viele Probleme. Deswegen gibt es einen Haufen Patientenvereine, die sich für die Belange der Patienten engagieren. Einer davon ist der KAPA. Der wird von der Mirta Rotters. Mirta Rotters hat den gegründet 2020. Der Cannabis-Patientenverein hier in Berlin, in Spandau sitzen sie. Nebenbei kennt sich die Mirta als examinierte Krankenschwester auch noch sehr gut in der Patientenarbeit aus. Hat dort auch schon seit 2006, Pionierarbeit geleistet und kennt sich mittlerweile auch so gut aus, dass sie medizinische Cannabisfirmen consultet. Willkommen Mirta und ich hoffe, du hast uns auch zu Cannabis als Medizin einige Worte zu sagen. Dankeschön, danke Micha. Grüße euch alle. Super, dass ihr so viele da seid. Der Tag ist lang. Also da sind die richtigen Fans. Das freut uns natürlich. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu können, weil das war heute Morgen noch nicht so ganz klar. Und zwar, als ich aus dem Haus rausgefahren bin und losgefahren bin. Ich bin so 5 Meter gefahren mit meinem Auto, alles vollgeladen, alles vorbereitet für unser Stand hier. Kommt mir von links ein Auto, will einbiegen und streift mir meinen linken Kotflügel am Auto. So, und dann, als ich gemerkt habe, dass ich nicht schuld bin, war ich schon beruhigt. Aber dann kam mir die große Sorge, komme ich jetzt zur Handparade überhaupt? Ja, ich bin jetzt da, das ist super. Und unser Verein, Dankeschön, unser Verein ist seit mehreren Jahren hier bei der Hanfparade. Und das ist eine wunderbare Veranstaltung. Die Hanfparade ist ein Symbol für ein gemeinsames Mindset, ein Symbol für Kampf, richtig Kampf gegen Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen, die Cannabis konsumieren. Egal, ob das jetzt ein Freizeitkonsument ist oder was unser Thema ist als Cannabis-Patientenverein. Cannabis-Patienten werden durchaus stigmatisiert und schikaniert, auch in Arztpraxen. Das erlebe ich immer wieder, auch neulich vor 2 Wochen. Wir können nur gemeinsam was bewegen. Hanfparade setzt sich schon seit Jahren dafür ein. Seit vielen, vielen Jahren setzt sich für Aufklärung ein, sagt, was sie denkt. Und nur so kommen wir voran. KAPA-Verein macht das auch seit ein paar Jahren. Wir sind sehr stark, wenn es um Patientenberatung geht. Uns bitten die Patienten um Hilfe oder Angehörige oder auch Interessenten, die auch ein Cannabis-Patient sein wollen. Die kommen zu uns und denen wird meistens adäquat geholfen. Wenn ich auch nicht helfen kann, weiß ich, wo ich denjenigen dann weitervermitteln kann. Und das habe ich gemerkt. Und danke allen, die KAPA Cannabis Verein kontaktiert haben. Ich habe gemerkt, dass wir vielen Menschen helfen konnten. Durch unsere Arbeit, durch Engagement, weil wenn wir nicht hier stehen, wenn ihr nicht da seid als Publikum, dann wird auch nichts passieren. Von daher möchte er auch jeden appellieren, es lohnt sich nicht, sich über die Dinge zu ärgern. Es lohnt sich nicht, Dinge zu kritisieren. Jeder, der mit dieser Gesetzgebung hier in Deutschland nicht einverstanden ist, mit Cannabis-Regelungen, soll bitte zur Hanfparade kommen. Oder? Würde ich meinen. Alle, die nicht hier sind,
können auch später schlecht sagen, man hat die Möglichkeit, man hat immer die Möglichkeit, für seine Idee, für seine Meinung, die eine Gesellschaft gut tut, einzustehen und sich einzubringen. Das ist möglich. Wir haben als Verein auch gesehen, dass sich die Gesetze in der ganzen Welt ändern. Also jetzt nicht wegen Kappa, das würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Aber jede auch kleine Engagement hilft dem Ganzen, weil da fängt es an. Wir haben auch als Verein gesehen, dass sich in Deutschland Gesetze ändern und dass der Blick auf Patienten auch sehr langsam, aber langsam wird das akzeptabel. Aber da sind wir noch weit weg. Wir können das nur gemeinsam. Und hier auf diese Hanfparade können wir alle gemeinsam unsere eigene Freiheit feiern, unsere Entschlossenheit, unsere Idee weiterzutragen und auch die Leute, die wir kennen oder auch mit denen wir zu tun haben, auch mit solchen Leuten in Gespräch zu kommen und einfach sachlich und ohne emotionalen Ausbrüchen über diese Hanfpflanze zu sprechen. Dass die Idee von Kappa Cannabis Patientenverein oder nicht die Idee, sondern was wir wollen die Cannabispflanze so darzustellen, dass man sie sieht, was sie ist. Cannabispflanze ist eine Pflanze, die schon seit vielen, vielen tausenden Jahren vielen, vielen Menschen geholfen hat. So ist es und so wird es auch bleiben. Es nützt es auch nicht, dass jemand oder ein Organ eine Pflanze, die in der freien Wildnis lebt, eine Pflanze, die hier wächst, jemand ist auf die Idee gekommen, diese Pflanze als illegal zu erklären. Ich kann jetzt auch sagen, der Baum ist illegal hier, so ungefähr. Das entzieht sich meinem Verständnis, wie ein Mensch auf die Idee kommen kann, eine Pflanze, die frei wächst, illegal zu betiteln und die Leute, die sie aus der freien Natur nehmen für eigene Zwecke, auch bestrafen. Das ist nicht vereinbar mit unseren Grundrechten, auch wenn jemand das anders darstellt. Auch wenn die Gerichte jetzt neulich die Änderung von Cannabisgesetzen aus dem Jahr 2004 und so weiter nicht ändern wollen. Das Gericht hat den Einspruch abgelehnt. Das ändert nichts an meiner Meinung, dass das verfassungswidrig ist, mir vorzuschreiben, was ich als Patient nehmen möchte oder auch nicht. Das ist die Idee von Kappa, das ist unsere Vision. Unsere Vision ist es, die Patienten so gut zu informieren, dass sie in der Lage sind, für ihre Bedürfnisse und für ihre Therapieoption einzustehen. Das ist doch was, oder? Dafür stehe ich hier und spreche von euch und ich kann euch sagen, hier auf der Bühne zu stehen und sprechen, das ist nicht einfach, aber ich mache es einfach. Und wir müssen aber auch sehen, dass unsere Bemühungen sind nicht jetzt vorbei. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt eine Änderung angedacht ist, dass unsere Bemühungen und unsere Aufklärungsarbeit vorbei ist. Wir haben es hier mit sehr, sehr dicken Brettern, die wir bohren müssen. Stigmatisierung und Vorurteile, die sind so fest in manchen Köpfen drin, das wird wahrscheinlich auch
ja, vielerorts bleiben oder bei etlichen Leuten so bleiben. Aber wenn man sich sachlich an die Sache rannähert, wird man sehen, dass man da eigentlich mit Kanonen auf die Spatzen schießt. Mir ist nicht bekannt, dass jemand von Cannabis verstorben ist. Nur so nebenbei als Vergleich. Und ich als Krankenpflegerin kann aus meiner Zeit im Pflegebereich darüber berichten, wie viele Tabletten ich 80-jährigen Patienten geben musste. 15 am Tag. 85 Jahre Dame ist bisschen ist alt, bisschen, also hat Wasser in den Beinen und sie bekam 50 Tabletten am Tag. 15, sorry. Ja. Von 50 würde sie wahrscheinlich sterben. 15, ja. Das ist auch fast schon Standard in Heimen. Wir müssen uns weiterhin um Aufklärung bemühen, hier kommen, sich engagieren, auf anderen Veranstaltungen teilnehmen. Dazu möchte ich euch ausdrücklich animieren, eure Stimme zu geben, damit wir weiterhin auch für Rechte von Patienten einstehen, dass wir sie unterstützen können, dass sie das bekommen, was sie dringend benötigen und nicht aus einer Praxis rausgeworfen wurden, sozusagen, sondern dass sie das bekommen, was ihnen gut tut. Dafür möchte ich euch bitten und euch animieren, das zu tun, und bedanke mich für euer Zuhören und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr hier auf der Hanfparade wiedersehen. Tschüss, danke schön. Ja.